Ah, man weiß nie, wie der furzt. Du kannst ja eh keine Bücher lesen, lass es. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Toll. Also gut. Neuronen und Synapsen. Super. Da kann ich nicht rein. Da auch nicht. Motorensysteme. Wow. Arm Beast Rogatsky. Picknick am Wegesrand. Klingt vertraut. Okay. Ich gehe nochmal, ne? Tschüss. Okay, ob ich hier rein will, weiß ich noch nicht. Naja. Wieso muss ich immer den ganzen Scheiß machen? Warum kommen die nicht? Wieso klettern die nicht mit? Oh, pisst euch. Wie mache ich diese verkackte Tür auf? Ich kann sie einschießen. Nope. Wo zum Teufel, was? Ich verstehe, glaube ich, die Aufgabe nicht ganz. Aha. Ja, okay, zurück komme ich nicht mehr. Das ist mal ausgeschlossen. Bin ich blind? Aua. Das war's nicht. Ja? Wusste ich's doch. Tomb Raider sagt hallo. Wieso kann ich die Waffe nicht nachladen? Ich glaube, das haben sie gehört. Könntest du die Tür wieder zumachen? Okay, wenn er vor mir geht, kann ich mit der Shotgun nicht drauf. Ich kann mich hier so hinstellen, dann geht's. Hört das jemand auf? Ist ja gar nichts los. Oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Hör zu, Artyom. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Okay. Dieses scheiß Vieh.
Na toll. Geht's? Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Na! Ich muss die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Alter, ernsthaft? Ich habe echt keine Ahnung mehr, was das mit den Biestern auf sich hat. Und alleine jetzt rumlatschen, das ist natürlich super. Bin ich natürlich jetzt höchst motiviert dafür. So gefreut, ja, dass mir... Komm. Ich kann gar nicht nachladen. Um Gottes Willen. Warte. Ich will da nicht rein. Wo ist er? Was? Also... Was jetzt? Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Alter, ich war gerade so froh, dass wir endlich mal ein Stück mit einem Kameraden wieder gehen und schon sind wir wieder alleine. Alter, und... Ist das da im Hintergrund, was wir da sehen? Ein Bibliothekar, weil dann... Alter Scheiße. Ich hab den vorher nicht gesehen. Wo war denn der? Ich glaube, ich muss... ich muss mir dann das Video nochmal angucken, um zu sehen, wie das... Ob das so ein Typ... Also, es bringt mir jetzt eh nichts, aber... Ja. Jetzt mal das Design. Hm. Scheiße, man muss bei dem vorbei. Alter. Mal Filter wechseln. Ich will hier nicht sein. Oh mein Gott. Ich höre ihn, aber kann ihn nicht sehen. Das ist, naja. Wo ist er denn?
Okay, ja, das war definitiv ein Bibliothekar. Der ist da über uns. Ja. Ich glaube, er ist ein bisschen angespannt vor den Viechern da. So, ich wechsle meine Filter. Warte, nicht bewegen. Scheiße, ich kann da nicht. Geh weg. Geh weg. Was? Ich muss da hin. Was? Hat er gerade? Der hat gerade die Tür verschlossen. Die Drecksau. Oh Gottes Willen. Okay, Eintrag 1. Wissen ist Macht. Ein abgegriffener Spruch. Vor dem Krieg hat vermutlich niemand mehr über seine eigentliche Bedeutung nachgedacht. Wissen war für alle zugänglich. Mein Stiefvater erzählte mir mal, dass ein tragbares Telefon einmal alle Fragen mit einem Fingerstreich beantworten konnte. Nice. Niemand kümmerte sich mehr darum, zu lernen, neue Informationen zu sammeln und sie sich einzuprägen. Und dann, in einem einzigen Moment, sind alle diese Informationen weg. Die Telefonleitungen waren tot, der Akku des Telefons leer und jene, die das Wissen nicht in ihrem Kopf haben wollten, standen nun mit leeren Köpfen da. Wissen ist wieder eine Macht, eine wertvolle Handelsware geworden. Extrem wertvoll. Hier in der großen Bibliothek ist vermutlich mehr Wissen über die Erde und die Menschen gelagert als irgendwo sonst. Aber jeder Buchstabe aus den riesigen Schatzkammern, der gelesen wird, muss mit Blut bezahlt werden. Ja, das hat sich bei mir auch schon eingebürgert, ne? Also, ich habe mir auch in der Schule immer schon gedacht, für was soll ich Sachen lernen, die was ich auch im Internet nachschlagen kann. Im Nachhinein bedenkt, wenn man früher gingen die Leute in die Bibliothek, um Sachen nachzuschlagen, heute gibst du irgendwas auf Google ein und zack hast es. Ne? Wenn du die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks nicht weißt, Google. Flächeninhalt, Dreieck. Und du hast die Formel, ja. Früher musstest du in die Bibliothek gehen, das richtige Buch auswählen, die Seite suchen und dann auch noch, ja, die Formel finden. Also, das war dann nicht mehr so schwer, aber trotzdem. Ja. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen, also das ist, bei mir hat sich das oft eingebürgert, weil, also es ist auch immer der Spruch. Ich kannte auch relativ oft diesen Spruch, ne? Ich muss nicht wissen. Ich muss nicht wissen, was es, also wie die Formel geht, sondern ich muss nur wissen, wo ich sie finde. Und das gilt eigentlich, das galt eigentlich auch schon wie früher, wenn ich früher wusste, wenn ich früher auch in der Bibliothek, wo ich die Formel auswendig wusste, brauchte ich nicht in die Bibliothek. Was?
War in der Hinsicht ein bisschen... So. So. Wo ist er? Ich höre die Viecher nun. Aber ich sehe sie halt nicht, ne? Okay, dann. Vorsichtig. Aua. 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 Danke, du Scheißvieh. Alter, ich... Der fiel genau auf mich drauf. Was war denn das für eine Scheiße? Achso, genau. Der hat das verschoben, genau. Okay, mal alles mitnehmen. Nein, um Gottes Willen. So, wir brauchen zum Glück nichts. Warte. Ich glaube, das Vieh will mich auch... mich ein bisschen in die Falle locken, glaube ich. Wo sind denn die? Wo ist denn der? Aua! Nein! Nein! Ach du Scheiße. Wieso zum Teufel hat mich der jetzt angegriffen? Ich meine... Jetzt ist er oben. Ich muss natürlich auch nach oben. Okay. Jetzt unten? Okay, er hat gerade irgendeine Tür durchgebrochen. Das ist also... Okay, ich kann jederzeit runterhupfen, ne? Aber er kann natürlich auch jederzeit in die... also hochspringen.